Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe eurer Rüttenschau. Dieses Mal geht es um die 10. Ausgabe der Dukes of Downtown. Wer es noch nicht kennt, die Dukes of Downtown sind eine Gruppe von Autoenthusiasten, die einmal im Jahr eine Ausfahrt veranstalten, die dann hier auf der Rue auf eurer Rüttenscheider Straße endet. Wir sind erst die Tour mitgefahren und zweitens jetzt auf der Party. Wie es auf der Tour zuging, wie die Strecke aussah, das zeigen wir euch als erstes. Viel Spaß mit den 10. Mal Dukes of Downtown. Zehnte Dukes. Sieht jetzt schon enger aus. Die, die jetzt mehrfach dabei fahren, sehen das. Die Dukes of Downtown sind eine Institution. Das 10. Mal feiern wir sie dieses Jahr und die beiden haben es erfunden. Wer hat es denn wirklich von euch beiden erfunden? Beide. Schweizer. Ja, die Schweizer, genau. Die Schweizer waren's. Nein, wirklich beide eigentlich. Ne? Ja, also, beide. Phil suchte damals. Das war meine Idee, aber beide. Phil hat, glaube ich, tatsächlich, du wolltest dein Kiez Downtown nach vorne bringen. Ja. Und die Autokiste könnte von mir sein. Also würde ich mal sagen, wirklich beide oder wie auch immer. Ja. Nee, wir sitzen ja beide vor Phils Laden und gucken alte Autos. Irgendwie, keine Ahnung, würde ich niemandem zuschieben. Nee, wir freuen uns auf die Ausfahrt, auf jeden Fall. Die wird wunderschön. Und wir freuen uns natürlich über das Wetter heute. Das ist phänomenal, zum 10. so ein spitzen Wetter zu haben. Sehr schön. Ziemlich seltenes Auto, ein NSU Prinz, aber ich habe gerade schon gehört, ist eigentlich gar nicht deiner. Nee, genau, das ist eigentlich vom Kollegen von mir. Ich habe selber einen Ford Taunus, den haben wir leider jetzt nicht fertig gekriegt. Allerdings werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal hier mit teilnehmen und danach auch mit dem Ford Taunus. Ich bin eigentlich glücklich darüber, dass ich mit einem NSU gekommen bin, weil NSU sieht man eigentlich kaum hier. Ne? Also ich glaube, das ist der erste, den ich jetzt hier gesehen habe. Wie viel Teilnahme für dich war das überhaupt? Das ist meine erste. Wie fandest du es denn? Mega geil, ne? Also macht Spaß auf jeden Fall mit den ganzen Leuten die Tour zu machen, die Strecke zu fahren, war eine geile Strecke. Toi, toi, toi für euch und bringt den schön nach Hause und nächstes Jahr sehen wir dich mit dem Taunus. Ja, hoffentlich. Vielen Dank. Nichts zu danken. Was verbindet euch mit dieser Automobilkultur, die ihr hier ausstellt? Du hast ja selber ein schickes Auto. Der Phil ja auch. Ja, genau, ich auch. Beide, ja, also frühkindliche Prägung, ohne dass irgendwer absichtlich was angerührt hat, für Autos. Also ich habe schon ohne
dass meine Eltern mich dahin gebracht haben, immer Autos gerne gesehen. Und da ich ja nun auch Grafiker oder Diplomdesigner bin, Autos auch gerne gezeichnet. Ja. Fing dann auch an. Also komischerweise sind die Tiere, die ich früher noch lieber gezeichnet habe, irgendwann über Bord gegangen. Du bist ja selber Mustang-Enthusiast. Du bist mit deinem Mustang mitgefahren. Das wievielte Mal Dukes of Downtown war das für dich? Ich denke, das dritte Mal. Also auf meinem Auto steht drauf die Nummer 9. Also letztes Jahr war ich auf jeden Fall. Gleiche Startnummer wie letztes Jahr, so brauchte ich auch nicht die neue draufkleben. Und ich hatte auch einen richtig guten Mitfahrer. Mein Mustang-Reparateur so aus Duisburg war mit dabei. Wie findest du Dukes of Downtown? Ist das eine Veranstaltung für dich? Also eine super coole Veranstaltung, total relaxed. Wir haben den ganzen Tag nur Spaß gehabt und waren nur den ganzen Tag am Grinsen. Also war richtig, richtig gut. Aber am Tag habe ich schön gelesen, es ist ja wie bei jeder Veranstaltung, man weiß nicht, wer kommt, kommt überhaupt einer, wie viele kommen. Was hat euch denn so lange durchhalten lassen? 10 Jahre ist halt gerade in Rundenscheid auch durchaus schon eine Institution. Jedes Jahr, wenn die Veranstaltung kurz zuvor, also kurz bevor die losgeht, sagen wir uns, das machen wir nicht nochmal. Ja. Und dann ist das meistens irgendwie ganz okay bis schön und dann sagen wir, irgendwann okay, liegen wir uns hier weinselig in den Armen und sagen, oh komm, einmal machen wir noch. Ja. Köller hat ein ganz besonderes Kennzeichen, das sehr zu diesem Event passt, nämlich D-U-K-E geschrieben Duke. Wie kommt es denn dazu? Tja, wenn man in Duisburg wohnt, ist das das einzige Kennzeichen, was man haben kann. Es sei denn, man fährt Käfer und hat Dudu. Genau. Aber ich hatte das schon bei den ersten Dukes vorher, bevor ich das überhaupt kannte, dass es die Dukes of Downtown gibt. Weil der Duke, wenn man das mal in der Historie sieht, kommt von der Klapperschlange her. Viele erinnern sich noch an den schönen, fetten Wagen mit den Kronleuchtern dran. So sollte es sein. Snake Plissken. Snake Plissken. Ja. Wer weiß es nicht. Das ist ein 17M. Von wann ist der? Der ist Baujahr 70. Warum nimmst du damit an den Dukes of Downtown teil? Warum findest du diese Veranstaltung gut? Naja, ich begleite die ja schon von Anbeginn und sind halt, ist ein bisschen anders als andere Oldtimer-Treffen. Nicht so elitär, kostet nicht viel Geld, man protzt nicht rum, sondern coole Karren, nette Leute. Man protzt nicht rum ist noch so ein Stichwort, nämlich die WAZ hat getitelt PS-Protze auf der Rüben. Da wollen wir natürlich ordentlich gegenhalten. Wir haben ja was ganz anderes vor. Was verbindest du mit solchen Autos? Ich glaube, das kommt aus der Kindheit, weil man, der Opa hatte das, der Onkel hatte das. Vielleicht kommt es daher, dass man alte Autos halt schöner findet. Zumal die neuen alle kacke aussehen. Es muss nicht immer V8 sein und aus Amerika. Es kann auch Kult sein, wenn es aus Deutschland stammt. Der hier kommt von Opel und der Sebastian kann was dazu erzählen. Sebastian, was sehen wir denn da? Wir sehen einen Opel Kadett B aus dem Baujahr 1971 mit 1,1 Liter klassisch. Den gab es damals auch als 45 PS. Das ist die etwas größere Variante mit 50 PS. Ja. Der gehört deinem Papa, du fährst den aber auch. Was bringt euch denn zu so einem alten Kadett? Ich fahre auch einen Oldtimer und mein Vater hat sich immer einen gewünscht und diesen hat er zum 60. Geburtstag bekommen von mir. Also ist theoretisch meiner, aber mein Papa fährt ihn, sodass wir halt immer gemeinsam auf solchen Veranstaltungen unterwegs sein können. Wie hat es dir denn gefallen? Supergeil. Also echt toll organisiert, tolle Strecke ausgesucht, tolles Essen, tolle Leute. Super, ich bin begeistert, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann wünsche ich euch noch eine Schrott- und Bullenfreie Saison, wie man so schön sagt. Ja. Das war Sebastian mit seinem sehr, sehr alten Kadett. Vielen Dank. Ja.
sind wir jetzt? Mettmann, Frank Buchheister zu Besuch. Rücketappe. Komm, kommt ihr durch? Jetzt schon. Der Helge ist dafür bekannt, dass er Illustrationen macht, die aussehen wie Fotos. Du hast unlängst ausgestellt und das musst du dir immer wieder anhören. Was ist die Motivation dahinter, solche Illustrationen zu machen, dass Leute die immer anhören und sagen, hey, das ist ja ein Foto? Also die Motivation ist nicht, dass Leute mich anhauen, um zu sagen, das sieht aus wie ein Foto. Mein Anspruch ist einfach nur, wenn da so ein Auto ist und das hat Reflexe und das hat eine Radkappe, die irgendein Designer mal entworfen hat, dann ist es für mich eher eine Schande, das krumm und schief darzustellen. Also ich gebe mir dann Mühe, deswegen zeichne ich an nur Autos, die mir in irgendeiner Form gefallen. Es können auch hässliche Gurken sein, die Allgemeinheit doof findet oder nicht mag, aber wenn die schon mal so aussehen, wie die aussehen, dann möchte ich die auch so zeichnen, wie die aussehen. Das machst du gut. Weil die ganzen Details frei erfunden sind. Also ich habe ja teilweise dann Fotos in grottenschlechter Auflösung und weiß überhaupt nicht, wie so eine Rattennarbe aussieht oder irgendein Detail. Das musst du dann erfinden. Das sieht dann aber insgesamt wieder perfekt aus. Und genug Sprit drin? Ja, fürs Warten reicht es noch. Sind die Biene und der Martin und hinter uns ist ein Auto, das sieht nicht nur aus wie ein Leichenwagen. Ich habe vorhin erfahren, das ist sogar einer oder wird wieder einer. Erzähl mal. Ja, also der Wagen ist tatsächlich in Betrieb. Er wird gerade von innen restauriert. Und wenn die Restauration abgeschlossen ist, dann ist der tatsächlich wieder auf der Straße im Dienst. Ihr habt ein Bestattungsunternehmen. Genau, hier in Essen. Ja, in Frillendorf sitzen wir und ja, mögen halt auch dieses alte Auto, was ihr Opa damals angeschafft hat. Und wir halten es in Ehren und führen es weiter. Also es ist natürlich unser Beruf, ja, wir gehen natürlich schon pietätvoll damit um, aber heute ist der Wagen ja nun leer und insoweit können wir heute auch mal ein bisschen lustiger damit umgehen. Ja. Ganz im Ernst, hat man nicht mal Lust, damit auf ein Festival zu fahren und selber drin zu liegen? Ja, diese Überlegung haben wir wirklich. Wir haben heute ganz nette Menschen kennengelernt und die haben uns eingeladen nach Leipzig zum Leichenwagenforum oder sowas. Ja. Und ja, da werden wir nächstes Pfingsten wahrscheinlich teilnehmen. Da kann man sehen, so fröhlich kann gestorben werden hier aus Frillendorf. Vielen Dank. Ich weiß, ihr habt Bewerbungen. Wie kommt man an euch ran, wenn man ein Auto hier mitfahren lassen möchte? Ihr habt ja eine gewisse Begrenzung. Der Platz ist ja in 10 Jahren auch nicht gewachsen. Nein, wir haben irgendwann mal festgestellt, es sind komischerweise 111 Fahrzeuge, grob die passen, kriegen wir aufs Gelände und dann machen wir Schicht. Wir könnten verlängern, wir könnten die Anna-Straße weiter sperren, machen wir aber nicht. Bewerben geht so, uns sagen, was das für ein Auto ist. Wenn wir es kennen, können wir relativ sagen, ob wir, da sind wir ganz diktatorisch, ob wir es cool finden oder nicht. Die Mischung ist es. Und wenn wir sagen, ist ein Auto, das passt dazu, sagen wir, darf mitfahren. In einigen wenigen Ausfällen hatten wir auch schon Autos dabei, die wir mit dem Arsch nicht angucken würden, die dann aus dem engeren Freundeskreis kamen, wo man dann einfach zu feige war zu sagen, nö, passt nicht. Wenn man über uns rankommt, ist entweder über die Zweibar dann oder die Facebook-Seite. We'll be right back.
Es ging in der Zeitung, den Zlatan kennen wir ja beide, den Redakteur, ging es um PS-Protze. Das hören wir nicht gerne. Was hören wir denn daran nicht gerne? Nicht unterschreiben, glaube ich, ne? Ja. Da waren zwei kleine Fehler drin. PS-Protze ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben hier Leute, die lieben ihr Auto. Die, viele von denen fahren die mehr oder minder alltäglich. Nicht so etepetete einmal im Jahr raus. Viele schrauben selber. Ich nicht, will auch nicht mehr. Also Kidders, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, toi, toi, toi. Und gerne wieder dabei beim nächsten Mal. Dankeschön. Ja, genau. Viel Spaß noch für den Abend. Danke. Danke. Alles gut? Ja, alles auch bei dir. Aber Sie jetzt sind es noch 30 Sekunden bis zum Konzert der Motoren und das ist einer der Höhepunkte bei den Dukes of Downtown und wir kümmern uns natürlich um Autos aus Amerika. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Du bist Mitglied bei den Pottspatzen. Was sind die Pottspatzen? Die Pottspatzen sind ein ganz bunt zusammengewürfelter Haufen von Ruhrgebietlern, die einen Chor machen wollen, nur Jungs. Und da gibt es eine ganz große Aufnahmebedingung. Keiner darf singen. Close your eyes, give me your hand, darling. Sweet.